Und wie geht's euch heute so? Ich dachte, das sollte automatisch dann. Ach so. Das ist ja toll. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das tut mir jetzt sehr leid. Okay, jetzt müssen wir das normal machen. Hallo. This area is for hospital staff Jo, only. ich möchte dich auslutschen. Miss? Ja, hallo, du stehst mir im Weg. Kann ich hier vorbei? Ich komme nicht vorbei an dem Spaß hier. Ja, warte. Können wir wenigstens das schon mal knacken? Okay, gut. Tut mir leid, dass ihr das jetzt alles nochmal sehen müsst. Ich weiß halt nicht, wo der ist, ne? Okay, er läuft wieder. Scheiße, ganz ehrlich. Respekt. Warum sehe ich den nicht hier durch? Wir müssen jetzt sicher gehen, dass die Betäubungsmittelkamera deaktiviert ist. Warte. Warte. Kamera. Eins. Betäubungsmittelkamera. Speichern. Ich hätte mal einfach zwischendurch vorhin speichern können. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da. Okay. Lol, guck mal, wie er geht. Er slidet voll. Oh, das ist keine gute Idee. Na, geh schon weg da. Ich muss die Kamera ummodeln.
Gott, jetzt erstmal dahin. Das war ja zu hoch, ne? Okay, das haben wir. Wo ist er hin? Weiß nicht, wo er ist. Wir gehen wieder raus. Hier brauchen wir nichts mehr. So, das haben wir gut gemacht. Finde ich jetzt. Warte. Gucken wir mal. Sie haben das Werwolfsblut aus dem Krankenhaus geholt. Stecken Sie es in Ihren Briefkasten, um es Lacroix zu schicken. Dünnes Blut. Sie haben Lily gefunden. Sie aus dem hinteren Teil der Blutbank befreit und von ihr Informationen über Dünnblütige erhalten. Sie sollten mit ihr sprechen. Okay. Das haben wir gut gemacht. Gelingt es Ihnen nicht, ein Schloss zu knacken, setzen Sie Blutmacht ein. Durch die vorübergehende Steigerung Ihres Geschicks wird auch die Begabung Schlösserknacken erhöht. Das haben wir schon mitgekriegt. Ist auch sehr, sehr nice. Oh, warte mal. Wir müssen da lang. Genau. Guck mal, wir können doch jetzt gerade wieder einen Snack gebrauchen, oder? Ja, ich hoffe, der kommt sehr lange nicht. Brauchst du ein bisschen Gesellschaft? I suddenly got the urge to walk down that dark and foreboding alley over there. Schon wieder. Ich meine, wir können das doch direkt hier machen, ne? Ich werde natürlich deine Lust befriedigen. So. Good God. Don't they have street cleaners around here? Weiß ich nicht. Raserei bedeutet Kontrolle durch das Tier. Ein Vampir in Raserei ist eine wütende Killermaschine, die verzweifelt überleben wird. In Raserei haben sie gewaltige Zerstörungskraft, aber keine Kontrolle über keine Ahnung was. So. Wo ist das Blut? Werwolfblut. Ist das das? Angeblich von einem Werwolf entnommenes Blut. Geben. Verlassen. So, das haben wir gemacht. Mal kurz schauen. Okay, wir haben keine neuen Mails. Dann gehen wir ganz kurz noch zum Strand und danach mache ich aber die Aufnahme aus, weil ich muss ins Haierbettchen. Wir haben jetzt schon 4,5 Stunden aufgenommen. Also, das reicht dann auch langsam. Maskeradebonus. Was soll das denn heißen? Aber ich habe doch volle Maskerade gehabt, oder nicht? Check ich nicht. Ach so, ja. Ich weiß, was ich wollte. Ich wollte zu dem Typen gehen und nach Waffen fragen hier. Hier, Chips Pawn Shop. Töten Sie unschuldige Menschen, verlieren Sie Menschlichkeit. Je weniger Menschlichkeit, desto höher bedeutet ein höheres Risiko. Ihr wisst schon, ich habe mich verplappert. So. Thanks for coming back. What you need? Ja, ich hörte, man könnte mich hier mit Waffen versorgen. Oh, damn it, who told you that? Ja, ich arbeite für Arthur Kilpatrick. Er hat mir gesagt, wenn ich Schutz suche, soll ich mich an Sie wenden. Alright. Look, I can't have every Jesse and Jamie off the street, you know, coming in here and asking about this. It's not cool. Not exactly licensed, and these weapons aren't precisely legal, if you catch my drift here. Kein Problem. Now, I appreciate your business, and I'll sell to you, but don't tell anyone else, okay? Keep your nose clean. Mach ich. All right. Come and take a look, then. Ein Messer. Schadenspotenzial. Tödlichkeit. Okay, es ist auf jeden Fall besser.
Aber ich finde den Arm irgendwie geil. Ich will den gar nicht loswerden. Naja, das können wir mal verkaufen. Sollen wir das Messer nehmen? Manche Messer werden im Laufe ihrer gesamten Existenz nie für niederträchtige Zwecke missbraucht. Dieses gehört nicht dazu. Was ist das hier? 6 Kugeln für meine 38er. Ich habe gerade nichts für die 38er, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Naja, ob ich dafür Geld ausgeben will? Ich bin schon geizig, weißt du? Nee, ich bin zu geizig dafür. Okay. Ich habe jetzt gedacht, er hat voll die krassen Waffen oder so am Start. Da ist einfach gar nichts. Er hat einfach ein scheiß Messer und ein paar Munis, Alter. Also, ohne Mist jetzt. Bücher des Wissens können gefunden gekauft werden. Wenn sie diese Bücher benutzen, werden ihre Werte erhöht. Ungefähr so, weil ich konnte es jetzt nicht schneller lesen. Gut, wir gehen zu I und zu Lilly hoffentlich. Hoffentlich ist sie da hingegangen. Okay. Beach Access. Was? Menschen sind für Kains Kinder die primäre Nahrungsquelle. Ratten liefern ebenfalls ein wenig Blut. Sie können auch Blutkonserven. Nein. Erstmal Lilly. Hi. Hi, wie ist es mit I gelaufen? This life's been hard on him. Both of us. But he forgives me. We're leaving soon. I have some family with a place out in the middle of nowhere in Oregon. It should be okay for us to stay out there, as long as we're together. Oh, süß. Ich wünsche euch beiden ganz viel Glück. Auf Wiedersehen, Lilly. Okay, dann bleibt schön artig, Kinder. Bis dann. Verliebte Vampire. Daraus könnte man einen tollen Groschenroman machen. Nein. Viel Glück. Okay, let's run and never look back. Okay, I. Ocean, you brought my Lilly back. Ja. She told me all about what happened. Mhm. I don't know why you helped this, but... Your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Ja, super. Gern geschehen. Pass auf sie auf. We're gonna be getting out of LA soon. Too dangerous here. Rosa told us something big's about to happen and I don't want to be here when the Jack comes out of the box. Glaube ich dir. Take that for what you will. Der Teufel springt aus der Schachtel. Das klingt nicht gut. Tschüss, I. Oder nein, ich denk drüber nach. Danke. Viel Glück, I. Wenn der Scheiß aus hochgeht, ist das vielleicht mein Fehler. Wir sehen uns, I. Ja, wahrscheinlich ist das sogar mein Fehler. Ach toll, ich freue mich. Okay, was sagt das Buch? I und Lilly sind wieder vereint. Oh, das ist toll. Oh, geht schon in Ordnung, behält. Was passiert? Und ja, hier. Evening. Okay, weißt du etwas über einen Mord am Pier? Murder. No, no, I wasn't here when it happened. Okay, trotzdem danke. Oh, das ist auch Lacuna Coil, oder? Oh, das sind alles Lieder, die ich liebe, ne? Oh, da kommt man nicht mehr hoch. Ich dachte, wir könnten jetzt die restlichen Waffen holen, die wir da haben liegen lassen und dann verkaufen. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Ach, Rosa. Moment, weißt du etwas über den Mord am Pier? Murder. Yes. The killer is dead. Echt? He moves soon and travels to the heart of the Angelis, to the home of the stars, and then returns fulfilled and empty once again. Okay, also er ist ein Vampir. Der macht sich schon bald auf die Reise zum Herzen der Engel. Okay, zum Herzen von LA, Los Angeles. Und zur Heimat der Sterne. Das ist eine Heimat der Sterne. Ah, Hollywood. Heimat der Sterne ist Hollywood. Und kehrt erfüllt zurück.
Und ist wieder leer. Okay, das ist schwierig. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Okay. Ich weiß, auf Wiedersehen. Oh, es ist auf einmal so leise. Das Regengeräusch ist weg. Creepy. Oh. Das ist echt creepy, wenn der Regen fehlt irgendwie. Und der Sound vom Wasser. Egal. Hier haben wir getan, was wir sollten. Sehen Sie in dem Auftragsbuch nach, wo Sie hingehen, mit wem Sie reden sollen. Töten Sie unschuldige Menschen, verlieren Sie Menschlichkeit. Weniger Menschlichkeit bedeutet höheres Risiko als Raserei. Zusätzlich nehmen Ihre Dialogoptionen ab. Mann, das haben wir schon mal gesehen. Ist mir alles viel zu schnell hier, ey. So, warte mal, was sollten wir denn jetzt noch alles machen? Downtown. Okay, aber Downtown sind wir ja nicht. Wir sind ja in Santa Monica. Wir müssen die E-Mails schauen. Wir sollen... in den Club sollen wir. Wir haben den Tatort angeschaut. Das bringt aber nichts. Und hier ist wieder Downtown. Okay, also Downtown sind wir aber nicht. Das können wir jetzt alles nicht machen. Das Einzige, was wir machen können, ist in den Club gehen. Das dann wahrscheinlich irgendwann das Lagerhaus hochjagen, was Mercurio machen wollte. Und halt die E-Mail von Sebastian. Das könnten wir jetzt mal vielleicht noch machen. Und ja, ich weiß, der Prinz heißt Sebastian. Weil das habe ich mir noch gemerkt. Tatsächlich habe ich vor 16, 17 Jahren irgendwann das Spiel mal gespielt. Und ich weiß, der Prinz heißt Sebastian. Das ist etwas, was ich noch weiß. Aber es sind wenige Dinge, die ich noch weiß. Das macht es mir vielleicht hier so ein bisschen einfacher, aber ich weiß wirklich fast nichts, weil ihr müsst euch auch vorstellen, damals, ich weiß gar nicht, ob ich 14 oder so war, aber ich habe das Spiel quasi auf Englisch gespielt und ich habe einfach nichts verstanden damals. Ich konnte so schlechtes Englisch nur. E-Mail. Okay. 6. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. SL, also Sebastian Lacroix. Auftrag gefüllt, okay. Was geht denn hier ab? Wir haben bestimmt Punkte, ne? 11. 11 Punkte. Ausflüchten. Okay, das bringt nur was für Verführen. Sinneswahrnehmung. Ist vielleicht gar nicht so dumm, aber ich frage mich jetzt. Auspix. 24 Sekunden. Und dann? Weiterer Umkreis. Naja, das bringt uns nicht so viel. Endlichkeit. Schlösser knacken wäre nicht schlecht, aber was kann... Schlösser knacken. 2 und das ist auch geschickt. Ich würde eigentlich eher hier drauf gehen, ehrlich gesagt. Und das machen wir. Dann können wir besser von unwilligen Opfern trinken. So, haben wir jetzt einfach mal gemacht. Was ist eigentlich da oben drauf? Ach, Magazine. Ja, okay. Also er sagte, wir haben im Briefkasten noch Geld. 150. Ja, das geht doch klar. Danke. Ist ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass ich die Maskerade geschützt habe, aber wir sind ja ein Anfänger und die sind ja wahrscheinlich, also der Prinz ist wahrscheinlich auch gar nicht erfreut über uns. Ja, Leute, ich würde dann jetzt die Aufnahme beenden. Ich fand das super geil. Also, ich habe dieses Spiel so vermisst quasi. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ne? Also, ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, aber ich habe einfach gemacht, bis ich das dann irgendwann durch hatte. Und ich bin jetzt einfach so happy, dass ich jetzt in der Lage bin, das zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Und außerdem, mittlerweile ist das alles untertitelt. Ich weiß gar nicht, warum das damals nicht untertitelt war. Aber auf jeden Fall, ja, ich finde das gut. Also,
Ich mag das Thema. Ich finde das krass, dass man so viele verschiedene Entscheidungen treffen kann. Man kann hier schleichen, ne? So wie man es quasi so auch von Dishonored oder so kennt. Du kannst dich entscheiden, was du machst, wie du es machst. Und das, was ich am geilsten finde, ist, so wie wir unseren Charakter bauen, so beeinflusst das auch unsere Dialogoptionen. Also Leute, also nur damit ihr Bescheid wisst, also ich weiß das deswegen, weil ich das ja schon mal vorher gespielt hatte und ich hatte vorher auch ein bisschen was anderes ausprobiert. Wenn ihr euch unterschiedliche Clans aussucht, dann reagieren die Leute auch unterschiedlich auf euch. Wenn ihr zum Beispiel Nosferatu seid, das ist auch komplett anders. Die Leute sprechen euch komplett anders an. Die reagieren darauf, dass ihr ein Nosferatu seid und so. Nur mal als ganz extremes Beispiel jetzt. Oder wenn, wie ihr auch skillt, ihr habt ja gesehen, dann sind ja unten diese Dialogoptionen halt blau, rosa und grün oder was. Und überreden, einschüchtern und verführen. Und das macht viel Unterschied, ne? Also man kann da sehr unterschiedliche, also man kann auch an Dinge unterschiedlich kommen, ne? Also man kann Leute halt für Quests töten, man kann sie aber auch einfach nur überreden und dann hat man vielleicht den noch am Leben und kann später noch ein weiteres Quest oder sowas bei dem machen. Na, jetzt ist das aus dem Arsch gezogen, aber ihr wisst, was ich meine, also. Und das finde ich halt gut, dass es einfach davon abhängt, wie du skillst und was du machen willst. Ich meine, selbst wenn du diese Option ja offen hast, du musst sie ja nicht nehmen, wenn du nicht willst. Und ich fand halt ganz gut, das mit dem Verführen deswegen, weil man dann halt Leute einfach auslutschen kann. Und ihr habt ja gesehen, von so Blutkonserven kommt nicht viel Blut rum. Und die sind auch arschteuer und von Pennern kommt auch nicht viel rum. Und von Ratten eben auch nicht. Und weil wir halt die High Society lutschen wollen, naja, dann müssen wir halt ein bisschen verführen, ne? Deswegen hat sich das alles sehr gut angeboten miteinander. So, aber jetzt mal, um mal das ganze Spiel zu bewerten. Also, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Story? Gefällt euch das? Also, das Spiel ist wirklich alt schon. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Aber wie gesagt, ich muss das so mit 14 oder 15, 16 so gespielt haben. Also, nee, mit 16 kann ich das gar nicht gespielt haben. Mit 16 habe ich schon nicht mehr in Dortmund gewohnt. Das kann gar nicht sein. Also, ich habe das wahrscheinlich viel früher gespielt. Auf jeden Fall, ja, das ist alt. Und ich finde es dafür echt gut. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, dass es gut gevoiced ist. Das hört sich nicht so steif an. Ich finde, da ist viel geile Hintergrundkulisse. Und auch selbst, wenn man jetzt hier in diesem Haus ist, die haben das nicht komplett leise gemacht. Du hörst halt die quasi die Straßengeräusche und so, ne? Und das ist jetzt auch nicht ein kurzer Loop, der die ganze Zeit wieder abgespielt wird, sondern du denkst halt so, du hast halt immer mal wieder irgendwas Neues. Klar, und natürlich, irgendwann wird es sich wiederholen, so wie auch zum Beispiel diese Werbung. Aber guck mal, wie lange wir da reinhören mussten in dieses Radio, damit wir diese Werbung nochmal gehört haben. Also bis das geloopt ist, das ist doch schon geil. Also ich finde, das ist gut gemacht für so ein altes Spiel. Und ja, was haltet ihr von den Charakteren, die bis jetzt vorgestellt wurden? Was haltet ihr von Jack? Ich finde Jack mega cool, ja. Also den mochte ich am liebsten bis jetzt. Ich frage mich jetzt, was aus dieser Tussi wurde, der wir jetzt quasi unser Blut gegeben haben. Ist sie jetzt ein Ghoul? Weil ich kann mich da echt nicht mehr so gut erinnern. Und was ist mit Mercurio? Ist er jetzt die ganze Zeit da am Verbluten oder was? Also wie lange braucht er, bis er wieder fit ist? Ja. Und ich finde, das haben wir gut gemacht mit Lilly und I. Also, dass sie sich verpissen können, das finde ich gut. Ja. Das mit den Prophezeiungen von der Rosa, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also, müssen wir mal gucken. Also, ich kann mir höchstens vorstellen, dass mit den Dinosauriern irgendwas ein Museum sein soll. Und ansonsten, naja, wir sollen auf jeden Fall irgendwas nicht öffnen. Daran werden wir uns versuchen zu halten. Ja, und ansonsten sagt mir einfach mal eure Meinung. Was haltet ihr von solchen Spielen allgemein? Was haltet ihr von dem Spiel im Speziellen? Und habt ihr noch weitere Vorschläge für mich? Gibt es noch solche Spiele in der Art? Weil dann würde ich sie wirklich gerne spielen. Dann sagt es mir bitte, ich gucke, dass ich sie besorgen kann und dann mache ich Let's Plays davon, wenn ihr das möchtet.
Ja, und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt, dass ihr so geduldig seid, wenn ich Sachen vorlese und immer so. Ich meine, ihr könnt auch einfach das skippen, wenn ihr wollt, wenn euch das zu viel ist. Wenn ich zum Beispiel in der Charakterbeschreibung oder Charaktererstellung oder sowas da so viel gelesen habe, ihr könnt sowas immer gerne skippen, wenn es euch zu viel ist. Ne? Also ich ist jetzt nicht so, als wenn ich erwarte, dass das jeder schaut. Ne? Also ist vollkommen klar. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis zur nächsten Aufnahmesession. Bye, bye.